Servus Leute, zurück zu Let's Play Animal Crossing. Guten Morgen, liebe Bewohner, es ist Montag. Nach dem Osterfest. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten, aber... ich habe gestern einen lang vermissten Lieblingssocker wiedergefunden. Sie war wieder in der Waschmaschine. Ja, du liebe... Okay. sie lügt. Denn heute gibt es tatsächlich Neuigkeiten. Nachdem ich gestern einen langen Stream mit euch hatte... hat sich viel getan. Erstmal bin ich hier an einem Ort. Karge Einöde. Erstmal Geld. Dann gibt es Nachrichten. Ja, danke. Money. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe mich ostösterlich gekleidet gehabt. Das lassen wir auch noch kurz. Nux Meilenprogramm. Vielen Dank, dass ihr... den bestellten Artikel. Was habe ich bestellt? Ja, was habe ich bestellt? Ein Geschenk, ich habe... ah ja, das Gestaltungskit. Ja, ich dachte eigentlich... ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, ehrlich gesagt. Ich dachte eigentlich, das ist einfach eine Erweiterung für meinen Designer. Ja gut, ins Lager damit. Alles gut. Ach ja, vielleicht zeige ich euch mal, falls ihr es nicht schon gesehen habt. Nee, das habt ihr schon gesehen, war ja beim letzten Tag. Häschentag war ja letzter Tag. So, unten rechts auf der Karte seht ihr schon, es hat sich ein bisschen was verändert. Es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe geterraformt. In über 4 Stunden Livestream auf Twitch habe ich prinzipiell die Insel zu meinen Wünschen angepasst. Ich werde hier oben mein Domizil aufschlagen. Hier oben wird mein Reich. Ich habe einen Fehler begangen, muss ich leider zugeben, denn ich habe dort hinten keinen Platz freigelassen. Ich wollte eigentlich einen Zaun haben, der drumherum geht. Dementsprechend, es kostet 30.000, das Haus zu verschieben. Es muss nochmal um 1 verschoben werden. Das sind 30.000 für die Katze. Ja, Regenwetter ist sogar mal wieder angenehm, nachdem wir hier Häschentagwetter hatten und sowas. Ja, und außerdem, hier wird es einen Aufgang geben. Es wird einen, also dieses Haus ist parallel zu dem dort unten zum Flughafen, sozusagen zum Hafen. Ich habe prinzipiell die Hauptstraße ist jetzt zu meinem Wohnort dann in Zukunft. Allerdings wird das ein bisschen dauern, denn ich habe... in Auftrag gegeben, Brücken zu bauen. Eine Brücke müsste jetzt, jawohl, fertig sein. Die erste Brücke ist fertig. Sehr schön. Oh, und hier spawnen Fische. Ich hatte ja davor hier nichts mehr. Dementsprechend ist es jetzt angenehm, wenn jetzt hier Fische spawnen. Und das Schöne ist, das sind Fische auf hohem Plateau. Heißt, das sind Fische mit dem Tag kommen nur oben vor. Und jetzt können keine... ah, shit, ich habe jetzt gehofft, dass jetzt gebissen wird. Ah, das war ein großer Fisch. Aber wahrscheinlich ein Barsch. Auf höherem Plateau sozusagen, da spawnen meistens bessere Fische. Oder es sind auch bessere Fische. Also hier haben wir normalerweise Flusstag in dieser Gegend. Also es zählt als Fluss. Das sieht man an den Fischen, die spawnen. Ich muss noch ein bisschen üben. Ich habe extra den Platz so gemacht, dass ich ein bisschen hier variieren kann. Und Regenwetter bedeutet Angelwetter. Regen und Angeln, super Sache. Erhöhte Fischspawnrate. Und hier die Fischspawnrate ist sehr gut. Also ich habe das Gebiet extra deswegen gebaut, damit ich hier ordentlich angeln kann. Ich kann hier immer hin und her rennen und angeln. Angeln, angeln, angeln. Leider nur Flussfische, das muss ich dazu sagen. Hier hinten, diese kleinen Knüppel da, die sind noch nicht sehr durchdacht. Hier will ich auch Zaun drum machen. Vielleicht so ein Stacheldraht oder sowas, damit keiner hier reinkommt. Muss ich aber erst noch genauer schauen. Müssen wir noch planen. Das Schöne ist, da ich so gebaut habe, ich kann die Fische auch vertreiben. Also ich kann sie respawnen lassen. Wenn ich nach einem bestimmten... okay, du vielleicht nicht, aber die meisten zumindest... wenn ich nach einer bestimmten Größe von einem Fisch suche, dann hilft es mir.
Jetzt ist allerdings die größte Frage. Eigentlich wollte ich hier erst einen Aufgang machen. Dann habe ich es aber vermasselt, weil ich nicht wusste, dass nur ein Gebäude sozusagen, eine Infrastrukturgebäude pro Tag machen kann. Habe also die Brücke platziert, habe sie mir ausgesucht. Steinbrücke war am schönsten, fand ich. Oder passte am besten zu meinem Sandweg, den ich hier habe, für den ich mich entschlossen habe. Hier kommt wieder eine Steinbrücke und Steinaufgänge auch. Also Stein passt am besten zum natürlichen Sand, würde ich sagen. Die anderen Brücken, die zur Auswahl waren, waren zwar auch recht interessant, aber nicht so meins. Ich habe auch... Sternibaum. Money. Und weg mit dir. Weil die geben nur einmal Sternis, danach sind sie normale Bäume. Und ja, mein Rating ist schon abgefallen. Ich habe nur noch ein 2-Sterne-Rating auf der Insel, weil ich habe wirklich alles entfernt. Jeden Baum, jede Blume, die überflüssig war. So, hier haben wir einen 1000-Sterni-Sack. Ich brauche wieder 10.000. Und die pflanzen wir direkt. Dann buddeln wir es aus. Weil hier an der Stelle ist es ein bisschen blöd von der Positioning. Und pflanzen es hier ein. Geldbaumspross. Upp. So, eigentlich dachte ich, wenn ich hier alles leer räume, so in etwa, dann... Ja, dann spawnen hier lauter... Oh, hallo? Ah, ich bin's Benedikt. Ja, ja, ich weiß. Ich dachte, die Muscheln sammelt hier auch zurzeit ganz fleißig, weil daraus kann ich Köder machen und die kann ich dann zum wichtige Fische angeln nutzen. Die Köder setze ich dann prinzipiell am Steg ein. Könnte ich heute zum Beispiel machen. Also ich habe extra auf Regenwetter gewartet. Ich habe auch gewartet, dass hier das Frühlingswetter zu Ende ist, also das Kirschblütenwetter. Auch wenn ich vermasselt habe, die Kirschblüten zu sammeln in Masse, brauchen tue ich sie nicht zwingend. So, hier zum Weg. Also, hier habe ich einen Hauptweg. Schön, ich habe mich für Sand entschieden. Ich habe zwar auch andere Wege mir geordert, sozusagen, habe ich zur Verfügung. Aber ich dachte mir, Sand ist am coolsten. Eigentlich dachte ich ursprünglich hier einen Steinweg. Ein Steinweg it is, aber ich zeige euch, warum ich mich dagegen entschieden habe, gegen den Steinweg. Jetzt muss ich den Inseldesigner wieder starten. Hat eine ganz besondere Bedeutung, nämlich ich habe zwar auch Steinwege, die perfekt zur Brücke passen würden, aber ich mache es einfach mal. Na, man hat es nicht gut gehört. Also der Sound ist eher das Problem meinerseits. Das Laufen ist einfach zu laut. Das ist ein viel angenehmeres Laufen. Ein viel angenehmerer Laufsound finde ich auf diesem Sandweg als auf der Stein, auf dem Steinweg. Und ich will nicht dauernd dieses relativ laute, ploppende Geräusch auf dem Steinweg haben. Deswegen habe ich mich entschlossen, Sandweg zu machen. Passt auch sehr gut zu einer Insel, dass man hier Sand hat anstatt Steine. Finde ich zumindest. Das war sozusagen mein Entscheidungsprozess für diesen Weg. Ja, schön der Mainpfad. Ihr seht schon, dort unten habe ich mir schon überlegt, zu den anderen Häusern und so, könnte man auch so Nebenäste machen. Das passt auch sehr gut mit so einem kleinen Pfad. Muss ich mir aber noch überlegen, weil prinzipiell muss ich mir noch überlegen, wie will ich die Häuser anordnen? Will ich sie wirklich hier lassen? Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie hier belassen werden. Das kostet nämlich deutlich weniger, wenn ich sie hier lasse. Dann könnte ich mir nämlich vorstellen, dass die rechte Seite von diesem Pfad voll mit den Behausungen werden. Also ich mache hier alles zu mit Häusern. Vielleicht nicht ganz zu. Hab mir überlegt, vielleicht 15 Häuser. Der Laden muss dann nach links verschwinden. Die Frage ist, kann ich den Platz auch verschwinden lassen? Wahrscheinlich allerdings nicht. Ach ja, übrigens, das ist ein schöner Ablauf sozusagen meines Sees, Flusses, was auch immer. Das dort. Also da oben ist ein Fluss. Ich werde auch noch Seen oben machen. Die werden wahrscheinlich auf meinem Plateau dann oben passieren.
Aber ich merke schon, die Bewohner, die gehen gern angeln. Die gehen nicht gern angeln zum Meer, sondern die gehen gern angeln zum Fluss. Und dann steht häufig hier ein Bewohner und angelt. Weil er nirgends mehr woanders angeln kann. Die Brücke da drüben konnte ich noch nicht wegmachen. Das kostet nämlich auch. Das kostet leider auch Money. Außerdem meine... Ja, meine Orientierung ist ein wenig schlechter geworden auf der Insel. Dadurch, dass hier die ganzen Infrastrukturen, hier stand ja noch mein Haus gestern. Dadurch, dass die ganzen Infrastrukturen fehlen, ist die Orientierung ein bisschen schwieriger. Alles ist karg geworden, alles ist leer geworden. Hat gewisse Vorteile, also kann man auf jeden Fall ein bisschen ausnutzen. Ho, ho, ho. Zählst du zu Steg? Großer Fisch. Großer Fisch. Achtung. Ah, das war kein guter Fisch. Ja, der wäre sonst... Ich war zu langsam. Ich habe da gerade geblinzelt, als der angebissen hatte. Deswegen habe ich so langsam reagiert. Eigentlich muss man den Atem anhalten und man darf den Fisch nicht hinkommen lassen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Leider kann ich den hier diese Seiten, also den Strand und so, nicht verlegen. Ich kann da nichts verändern an diesen Seiten. Das ist also etwas, was auf eurer Insel, falls ihr selbst das Spiel beginnt, darauf müsst ihr achten. Ihr müsst darauf achten, dass ihr... Schon wieder ein Seebarsch. Wobei, also zur Regenzeit angeln ist eine schöne Sache. Das macht echt Bock. Muss ich zugeben. Das Spawn. Na gut, ich habe noch eine andere Angel. Die hatte ich ja noch vom Angelturnier. Die Angeln. Wenn die auch mal aufgebraucht. Und neuer Platz frei. Ja. Was wir heute noch machen können, also ihr begleitet mich jetzt wahrscheinlich die nächsten paar Parts auf meinem Infrastrukturwahn. Den ich hier habe, den ich hier angefangen habe. Was soll man machen? Obstbäume, Fossilen bestimmen, Reichtum, Top-Ankauf. Leute will quatschen und Steine anstoßen. Ein paar Steine habe ich schon zerstört, die müssten neu gespawnt sein an anderen Stellen. So funktioniert das nämlich. Ah ja, hier ist ein neuer Stein, der war davor nicht da. Das ist sogar eine recht brauchbare Position. Eine Schnecke, schon lang. Regenwetter war schon lange nicht mehr da, muss ich zugeben. Das ist angenehm, mal wieder Regenwetter zu haben. Die Insel abzulaufen, wenn hier überall Löcher sein könnten, wird schwierig. Ohne Orientierung. So, quatschen wir mal mit den Leuten. Der mag keinen Regen, okay. Alle laufen mit Regenschirm herum. Also ich liebe Regenwetter. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist oder wie es für euch ist. Ich liebe Regenwetter. Wahrlich, wahrlich. Außerdem waren wir gestern beim Stream bei einem Viewer mit auf der Insel. Das war eigentlich eine coole Erfahrung. Außerdem gab es ein Achievement, also Meilenstein-Achievement, meine ich damit. Eine Insel zu besuchen, wusste ich vorher nicht. Aber leider hat er Pfirsiche auf seiner Insel, also keine neue Frucht für mich. Oh, wer bist denn du? Schubert, hey, grüß dich. Ein neues Gesicht, Herr Freund. Ja. Schubert heiße ich. Hast ja sicher schon gesehen, aber bei mir gibt's Schuhe, Strümpfe und Taschen. Ich komme einmal pro Woche hier vorbei. Würde mich schwer freuen, dich dann mal zu sehen. Echt jetzt? Na, magst du mal mein feines Sortiment einstuppern? Machst du auch einen Laden auf und so, wenn ich dir... okay. Du hast aber nichts Schönes. Wrestling-Schuhe, Uwabaki, Superheldenstiefel, Hartschalen-Rucksack, Tracking-Rucksack. Dann nehmen wir den Tracking-Rucksack. Ja. Ich weiß nicht, ob Schubert auch einen Laden aufmacht oder hierher zieht, dauerhaft. Ein Schuhgeschäft so in etwa. Wobei, im Klamottenladen gibt es eigentlich auch Schuhe. Und ich nehme die Superheldenstiefel. Ja. Okay, Firma dankt recht artig. Wobei, ich hätte auch warten können, bis so eine Quest kommt, eine Meilenstein-Quest, dass ich Geld ausgeben soll.
Wobei, ich habe noch andere Möglichkeiten, Geld auszugeben. So ist es ja nicht. Ja, die Pflanzen waren hier im Weg. Die musste ich zur Seite pflanzen. Aber Synergie ist weiterhin bewahrt. Bis auf diese Pflanze, die da einfach gespawnt ist. Ist die Synergie hier vollständig? Was ist der Top am Kopf heute? Holzwaschtisch. Habe ich das Rezept eines Holzwaschtisches? Aha. Ja, ich muss mich sowieso umkleiden. Muss ich zugeben. Weil das Häschentag-Outfit, nicht so das Beste. So, ein weiteres Ding, was wir machen müssen, ist auf jeden Fall, ich muss heute schauen, ob ich die zweite Brücke platzieren kann. Den Aufgang, da kann ich ein bisschen feinjustieren, dass der auch passen kann. Das sollte nicht das Problem sein, aber mein größtes Bedenken ist jetzt gerade, passt die zweite Brücke direkt daneben? Einweihung feiern? Ach, nein. Wir müssen die Brücke Einweihung feiern. Oh Gott. Wir wollen eine weitere Brücke. Brücke bauen. Ich weiß jetzt auch, dass ich nicht sofort zahlen muss. Stattdessen suche ich mir eine der Brücken aus. Also erst habe ich mir überlegt, also die ist zu prunkvoll, die passt nicht so gut. Die schon eher, die würde mir gefallen, aber dann habe ich überlegt, wie ist es so, auf so einer Brücke zu laufen, wenn zum Beispiel Regenwetter ist. Dann ist die absolut glitschig und mag ich nicht. Die hingegen wäre schon anders. Das kenne ich auch, so eine Art von Brücke. Die wäre sogar stylisch, aber die wäre ein bisschen, die finde ich ein bisschen zu simpel, zu unästhetisch. Backsteinbrücke, ja, aber Backsteine, ja, das System generell auf Backstein zu laufen mag ich nicht. Deswegen habe ich mich für eine, wobei Holzbrücke wieder glitschig, Hängebrücke wäre abenteuerlich, auch glitschig, abenteuerlich hauptsächlich und das ist zu billig. Dementsprechend kam es zur Steinbrücke, meine Entscheidung. Und die werde ich nochmal nehmen. Ja, ich muss sie nicht direkt zahlen, das ist das Interessante. Stattdessen wird bei so einer Brücke oder einem Aufgang kommt dann so ein komischer Tomboy hin und... Wenn die so heißen überhaupt? Und er wartet auf Geld. Scheinbar können dann die Bewohner dazu spenden. Also ich müsste es nicht selbst stemmen, die Kosten. Allerdings, ja, ich mache es halt. Ich mache es halt. Also, die Brücke müsste hier hin, um den Hauptpfad zu begrüßen. Jetzt sag mir bitte nicht, dass hier kein Platz ist. Oder? Ah, das hört sich schon mal gut an. Nein, nein, nein. Muss ich noch ein Stückchen rüber? Mal sehen. Nur um sicher zu gehen. Weil es ist teuer, so eine Brücke wegzumachen. Diese Stelle ist in Ordnung. Perfekt und es klappt auch vom Platz her. Geil. Sehr schön. Hier wird eine Brücke gebaut. Auch zu neuen Ufern. Nice. Ja, dann wird als nächstes in 2 Tagen oder morgen wird dann hier dieser Aufgang gebaut und dann der letzte Aufgang dort hinten. Dann habe ich tatsächlich auf alle Ebenen auch einen Aufgang und muss die Leiter nicht mehr mitnehmen. Was ich da drüben mit dem Gebiet mache, ist natürlich eine andere Frage. Also, will ich da drüben das Gebiet lassen oder will ich es abtragen? Das habe ich mir noch nicht Gedanken darüber gemacht, muss ich zugeben. Ich könnte mir beides vorstellen. Also, ich könnte mir vorstellen, das komplett abzutragen. Das wird aber eine hammermäßig schwere oder langwierige Aufgabe, hier das alles abzutragen. Aber ich könnte mir das echt gut vorstellen. Ich kann es ja später wieder auftragen, beziehungsweise halt wieder aufbauen. Das ist natürlich frieselige Arbeit, die ich dann mache, aber... Was ich mir auch vorstellen kann, ist auf jeden Fall ein Eck zu lassen. Also dort hinten das Eck zu lassen und dort hinten einfach einen tiefen, dunklen Wald zu machen. Da käme dann auch der Campingplatz rein. So stelle ich es mir vor. Also einen Nadelwald sozusagen dort hinten zu machen. Wobei ein paar Laubbäume mit rein. Also generell einen kleinen Wald, weil Thema Wald ist halt auch cool. Oder einen Wald zu haben generell auf der Insel. Ich habe jetzt alles abgesenzt, aber mein Sterne-Rating verrät mir schon, also Melinda sagt mir schon, jetzt mangelt es irgendwie an Natur, nachdem ich die ganze Natur abgefetzt habe. Ich habe wirklich jedes Blümchen und jeden
Baum, der in diesem neuen Gebiet... Oh, shit. Ich stehe schlecht. Besser, das müsste passen, ja. Nein, das war ein starker Fisch. Das war ein guter Fisch. Oh, das war ein mächtiger Fisch. Das merkt man immer sofort, wenn die sofort abhauen. Das ist aber auch schwierig. Das ist ein Barsch. Ja, Barsch ist sozusagen die Niete bei so riesigen Fischen. Ich werde auf jeden Fall diesen Tag jetzt noch nutzen, um einerseits, ja gut, die Brücke, darauf müssen wir warten. Die Einwagen muss ich feiern, leider scheinbar. Muscheln kann ich verkaufen. Ich werde den Tag nutzen, um richtig geil Fisch zu fangen. Vielleicht ist ein seltener Fisch dann mit dabei. Das ist ein Barsch. Oh ne, eine Flunder. Flunder ist auch noch. Ein simpler Fisch, sagen wir es mal so. Er ist aber wenigstens nicht eine Niete wie so ein Barsch. Ja, Regenwetter ist geil. Weil bei Regenwetter, da spawnen halt die ganzen guten Fische. Ja, ach, das ist ein guter Fisch. Kaiserschnapper ist ein guter Fisch. Der ist über 1000 wert. Oder ist er 1000 wert? Er ist auf jeden Fall was wert. Die kleinen Fische gar nicht mal so interessant. Ja, gut. So viel dazu zur neuen Inselstruktur. Ich habe auf jeden Fall vieles vor. Wir werden uns wahrscheinlich jeden Tag was Neues vornehmen zu machen. Aber jetzt will ich erstmal dort oben die Infrastruktur fertig bekommen. Das dauert ein bisschen. In der Zwischenzeit werde ich dort links das Gebiet anpassen. Vielleicht machen wir das morgen. Also ich werde es vorbereiten und dann werden wir morgen die finalen Arbeiten da drüben tätigen. Weil da habe ich tatsächlich eine Vision. Aber da bräuchte ich auch wieder einen Brückenaufgang in meiner Vision. Kostet alles Geld. Ich habe ja gesehen, so eine Brücke. Ach ja, die Brücke müsste ich erstmal bezahlen. Ja. Die Brücke allein kostet 160, glaube ich, oder 158.000 waren es, glaube ich. Der Brückenaufgang oder der Aufgang kostet ähnlich so viel, glaube ich. Danach bin ich erstmal wieder pleite, wenn ich alles gebaut habe. Aber ja, über irgendwas müssen ja die Sternis eingesetzt werden, nicht wahr? Ja, nicht viel geschehen in diesem Part, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, zu sehen, dass hier so viel in einem Livestream sich sozusagen verändern konnte. Und vielleicht seid ihr genauso gespannt wie ich, was sich noch alles verändern wird. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.